knuspert an meinem Häuschen. Das ist nicht der Mensch, auch nicht das himmlische Kind, das bist du. Es ist nicht der Mensch, auch nicht das himmlische Kind, das bist du. Du weißt nicht einmal, wer ich bin, den Kind spürst du nicht. Gib mir doch ein Stück von dir. Ein herzliches Dankeschön an Wundertüte für die musikalische Begleitung. Und wir bedanken uns auch bei Jutta und Jochen Damm-Fiedler, die diese Ausstellung von Plakaten zur Erinnerung an 100 Jahre Erster Weltkrieg in Leipzig 2014 zusammengetragen haben und sie auch noch im Hörsaal drüben in der Uni präsentieren. Damit schließt sich die Preisverleihung und der erste Teil der Veranstaltung zum Weltfriedenstag. Und ich übergebe an die Friedenswache Montag. Hallo, es ist 18:34, das ist hier die Friedenswache. Mein Name ist Lutz Metzger und meine Zielgruppe ist das Wir. Das Wir ist die Friedenswache, das seid ihr und ich. Wir zusammen sind hier auf dem Augustusplatz Montag für Montag. Und das wird sich nicht ändern, denn die Politik der Bundesrepublik Deutschland, die Politik der NATO verändert sich gerade nicht. Sie verschärft sich, sie wird brutal zueinander, sie wird immer mehr Angriffskriege vorbereitend und durchführend. Daher können wir nicht weggehen. Und daher bitte ich Sie und bitte ich euch, kommt Montag für Montag, ehe es zu spät ist. Denn wir hören nicht nur zu, genau, wir klatschen nicht nur, wenn hier jemand was zu sagen hat, sondern ihr sagt auch, was ihr wollt, wie ihr fühlt, wie ihr leben wollt. Hier, das ist eine Errungenschaft seit dem März hier auf dem Augustusplatz und das lassen wir uns als Bürger, als mündige Bürger nicht mehr nehmen. Kommt bitte wieder. Wir sind nicht hier als Veranstalter, um Antworten zu geben, denn wir suchen genauso nach Antworten wie ihr. Aber gemeinsam hier, wenn wir über alles reden, was wir erleben, wenn wir das Gelesene, wo auch immer wir gelesen haben, hier ständig reflektieren, dann haben wir eine Kraft, um im richtigen Moment agieren zu können, unser Mund aufmachen zu können, empören zu können, um hier gewählte Landesvertreter, gewählte Stadtvertretungen aufzufordern, friedenspolitisch in dieser Stadt, in diesem Land und dieser Bundesrepublik, hier in Europa, ihre Verantwortung wahrzunehmen. Also kommt, ihr seid natürlich von uns als Orga-Team immer wieder herzlich eingeladen, kommt auch mit Reden, auch heute, sagt, was euch am Herzen liegt. Ich habe die Freude, den ersten Redner vorzustellen. Ich gucke schon immer nach links und rechts, wo ist er denn? Es ist der Mike Nagler, er hat auch im März und April hier schon geredet und die Rede war verdammt gut, also freut euch, hier ist Mike Nagler. Ja, hallo, danke Lutz. Liebe Freunde, Gedenken heißt vor allem erinnern, Ursachen suchen, Lehren zu ziehen und Konsequenzen für die Zukunft ableiten. Heute vor 75 Jahren, am 1. September 1939, hat die Wehrmacht Polen überfallen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen, verkündete damals Adolf Hitler im Reichstag. Der angebliche Überfall auf einen Rundfunksender im oberschlesischen Kleiwitz wurde von Nazischergen in polnischer Uniform fingiert. Die Begründung und Darstellung als Verteidigungsfeldzug war eine Lüge, das wissen wir heute. Aggressiv in seiner Wesensart begann mit diesem Feldzug
gegen Polen, der deutsche Imperialismus unter Missachtung des Versailler Vertrages und zur faschistischen Diktatur ausgewachsen, 1939 den Zweiten Weltkrieg, in dessen Folge viele Millionen Menschen ihr Leben verloren. Jeder Krieg beginnt mit einer Lüge. Bereits 25 Jahre vorher begann der Erste Weltkrieg, ausgelöst durch deutsches Großmachtstreben und kapitalistisches Profitinteresse. Neuerdings rückt die Kriegsschuldfrage beim Ersten Weltkrieg wieder in den Fokus der öffentlichen Diskussion. Es gibt in den Medien vermehrt die Darstellung von einem Hineinstolpern Europas und Deutschlands in diesen Krieg. Wenn ein Bundespräsident Gauck vor Vertretern der deutschen Wirtschaft ein starkes Deutschland fordert, das sich militärisch einmischt, flankiert von einem Außenminister Steinmeier und einer Verteidigungsministerin von der Leyen, die Kriegseinsätze der Bundeswehr vorbereitet, dann scheint es nützlich, wenn man die deutsche Kriegsschuldfrage am Ersten Weltkrieg relativiert. Das ist Teil der Kriegspropaganda. Und das dürfen wir nicht akzeptieren. Denn die Begründung, wie es zu den Weltkriegen kam, spielt eine wichtige Rolle für das Verständnis der aktuellen Entwicklungen. Wenn Kriege angeblich wie Krankheiten oder Naturkatastrophen über die Menschen kommen, dann ist man ihnen schicksalhaft ausgeliefert. Dann gibt es keine Verantwortlichkeit und keine Schuldigen mehr. Dann gibt es keine Möglichkeit, gegen Kriegsvorbereitungen einzuschreiten. Bei den aktuellen Gedenkfeiern stehen Kriege zur Debatte, die viele Millionen Tote und noch mehr Verwundete kosteten. Kriege, die in Europa über die Kolonialmächte auch zigtausende Menschen aus Afrika, Indien und Lateinamerika ins Feuer und Gas schickten. Kriege, die Mondlandschaften hinterließen und junge Menschen zu Hunderttausenden sinnlos für Kaiser oder Führer sterben oder traumatisiert, verwundet, blind oder auf Krücken zurückkehren ließ. Diese Kriege brachten unsagbares Elend und Leid und endeten jeweils mit einer verheerenden Niederlage des deutschen Imperialismus. Dabei war vor dem Ersten genauso wie vor dem Zweiten Weltkrieg klar, dass es handfeste Interessen am Krieg gab und diese auch Adressen haben. Bereits am 11. Mai 1914, vor Kriegsbeginn, deckte Karl Liebknecht im Reichstag in einer Rede die Hintermänner der Kriegspolitik auf und sprach von einer Kanoneninternationale. Daraufhin wurde er bezichtigt, Arbeitsplätze vernichten zu wollen. Ein Scheinargument, das auch heute immer wieder auftaucht, um Rüstungsproduktion zu rechtfertigen. Im Dezember 1914 stimmte Karl Liebknecht dann als einziger Abgeordneter gegen die Kriegskredite und begründete das mit folgenden Worten. Zitat: Dieser Krieg, den keines der beteiligten Völker selbst gewollt hat, ist nicht für die Wohlfahrt des Deutschen oder eines anderen Volkes entbrannt. Es handelt sich um einen imperialistischen Krieg, einen Krieg um die kapitalistische Beherrschung des Weltmarktes, um die politische Beherrschung wichtiger Siedlungsgebiete für das Industrie- und Bankkapital. Es handelt sich vom Gesichtspunkt des Wettrüstens um einen von der deutschen und österreichischen Kriegspartei gemeinsam im Dunkel des Halbabsolutismus und der Geheimdiplomatie hervorgerufenen Präventivkrieg. Zitat Ende. Der Expansionsdrang imperialistischer Mächte ist die wesentliche Ursache des Ersten Weltkrieges gewesen. Liebknechts eindeutige Charakterisierung des Ersten Weltkrieges hat sich mit dem Zweiten Weltkrieg bis heute, bis zur Gegenwart, dem Überfall auf Jugoslawien, mit dem Krieg in Afghanistan und bei allen Auslandseinsätzen der Bundeswehr bestätigt. Bis heute hat diese Beurteilung nichts an ihrer Aktualität verloren. Deshalb ist es so wichtig, dass solche Veranstaltungen wie die heutige immer und immer wieder stattfinden. Mit Krieg schafft man keinen Frieden. Jeder Krieg beginnt mit einer Lüge. Das war damals so und das ist auch heute noch so. Nach Anschluss der DDR an die BRD wurden die Kriegsbeteiligung Deutschlands und der Auslandseinsatz der Bundeswehr zum Alltagsgeschäft deutscher Politik. Nationale und internationale Monopole stehen im erbitterten Konkurrenzkampf um Absatzmärkte, der Gewinnung von Rohstoffen zur Erreichung von Maximalprofit. Längst ist die Rüstungsproduktion und deren Export zum lukrativsten Geschäft der Industrie und Bankenkapitals geworden. Völkerrechtliche Normen, elementare Menschenrechte werden mit Leichtigkeit außer Kraft gesetzt, wenn es um Macht und Profit geht. Heute wird die europäische Öffentlichkeit wieder auf Kriegskurs getrimmt. Natürlich im Namen von Freiheit, Demokratie und Menschenrechten.
Die Bundeswehr ist heute eine Interventionsarmee, die weltweit im Einsatz und an Kriegen beteiligt ist. Soldaten der Bundeswehr sind heutzutage im Einsatz in Afghanistan, im Kosovo, am Horn von Afrika, im Libanon, in der Westsahara, in Uganda, im Senegal, im Kongo, im Sudan, in Mali, in der Türkei und seit letzter Woche nun auch im Irak. Gestern hat die Bundesregierung am Parlament vorbei beschlossen, Waffen, Rüstung und gepanzerte Fahrzeuge in den Irak zu liefern. Nach Angaben des Ministeriums umfassen die Rüstungslieferungen unter anderem 30 Milan Panzerabwehr-Lenkwaffensysteme, insgesamt 16.000 Sturmgewehre der Typen G3 und G36, 8.000 Pistolen, 200 leichte und 40 schwere Panzerfäuste, 40 Maschinengewehre sowie 10.000 Handgranaten. Auch Geländewagen, Unimox und ältere gepanzerte Patrouillenfahrzeuge sollen geliefert werden. Mit der Lieferung dieser Waffen wird vor allem Altmaterial aus der Bundeswehr entsorgt. Wir sagen, das ist falsch. Mit Waffen schafft man keinen Frieden. Dieser Waffendeal ist einer der wenigen, der überhaupt in der Öffentlichkeit thematisiert wird. Deutschland ist nach wie vor drittgrößter Waffenexporteur der Welt. Vom absolut größten Teil dieser Exporte erfährt die Öffentlichkeit nichts und die Bundesregierung genehmigte in den letzten Jahren fast jeden dieser Exporte. Bei Nachfragen verweist sie auf Geheimhaltungspflichten gegenüber den privaten Rüstungskonzernen. Wer die Abnehmer sind, spielt keine Rolle, solange bezahlt wird. So werden beispielsweise von Heckler und Koch ganze Waffenfabriken exportiert, obwohl man weiß, dass jährlich weltweit jeweils 500.000 Menschen durch Waffengewalt sterben. Das ist jede Minute ein Mensch. Deutsche Waffen morden mit, überall auf der Welt. Darum ist es wichtig, dass wir, auch wenn wir wenige sind, aus der Zivilgesellschaft heraus mehr und mehr Druck gegen die deutsche Praxis des Rüstungsexports aufbauen. Es ist wichtig, die Alternativen zur Rüstungsproduktion aufzuzeigen und Rüstungsproduktion hierzulande aktiv zu behindern. Eine Forderung, die seit Jahren immer wieder von unzähligen Friedensaktivisten wiederholt wird, ist die Aufnahme eines grundsätzlichen Verbotes von Rüstungsexporten in das Grundgesetz. Das muss man eigentlich sogar zuspitzen. Erstens sollte das Grundgesetz auch für Politik und Wirtschaft gelten. Das tut es nämlich in den weitesten Fällen nicht. Es wird immer und immer wieder überschritten. Und zweitens müssen nicht nur Rüstungsexporte verboten werden, sondern auch die Rüstungsproduktion. Denn solange diese Waffen hier produziert werden und solange Politik und Wirtschaft so eng verflochten sind, wie sie es heute noch immer sind, werden die Produzenten immer wieder Wege finden, ihre todbringenden Güter abzusetzen. Angesichts der heutigen weltweiten Kriege und angesichts des mehr und mehr militaristischen Tones in der deutschen Politik ist eine starke Friedensbewegung unentbehrlich. Darum sind wir heute hier und deshalb fordern wir ein weiteres Mal, wie jeden Montag, keine Rüstungsexporte und Abriss der Produktionsstellen von Waffen und Rüstungsgütern hierzulande, für die Schließung der US-Militärstützpunkte in Europa und für den Abzug der US-Atomwaffen, für den Stopp der medialen Hetze gegen Russland. Für den Austritt aus dem NATO-Kriegsbündnis, keine NATO-Raketenschirme auf europäischem Boden, für den sofortigen Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan und die Beendigung aller Auslandseinsätze, für den Stopp der weltweiten Drohnenkriege, die von Deutschland aus gesteuert werden, Schluss mit der Abschottungspolitik und für die Aufnahme von Flüchtlingen aus Kriegs- und Krisengebieten. Und natürlich auch, und nicht zuletzt, für ein Ende der Propaganda der Armee an Schulen und Hochschulen und in den Arbeitsagenturen. Abrüstung statt Aufrüstung muss die Richtung sein. Nie wieder Krieg. Vielen Dank. Ja, und zwar demnächst auch im Irak. Egal auf welcher Seite, wahrscheinlich sogar auf beiden. Danke, Mike Nagler. Prima an diesem Tag, an dieser Stelle. Ich denke, das müssen wir erstmal verdauen. Unsere nächste Rednerin ist Gudrun Kimmerle und sie stellt sich am besten selbst kurz vor und ich mache Ihnen nur die Statistendienste. Ja, guten Tag. Ich muss mich jetzt nicht weiter vorstellen. Ich bin sicherlich in einigem einig mit meinem Vorredner, habe aber auch ein paar kontroverse Standpunkte und möchte es einfach mal kurz vortragen. Weltweit gehen heute Menschen auf der ganzen Welt
auf die Straße gegen Krieg und Faschismus. Ukraine, Palästina, Irak, Syrien, Mali, Afghanistan, Tripolis, Libyen. Krisen und Kriegsschauplätze an den wichtigsten Schnittstellen der imperialistischen Hauptrivalen China, Russland zum einen und zum anderen USA, EU und mit der NATO. Worum geht es? Religiöse und andere Konflikte werden geschürt und vorgeschoben. Tatsächlich, es geht um den imperialistischen Ländern und Blöcken, einschließlich Deutschland mit der EU, um die Ausdehnung seiner Macht, sowohl wirtschaftlich, politisch, und wenn das nicht mit sogenannten friedlichen Mitteln geht, dann eben auch militärisch. Besonders am Ende der jetzigen Weltwirtschaftskrise wollen alle gestärkt daraus hervorgehen und vorbereitet sein, schon zur nächsten Weltwirtschaftskrise. Dabei werden die natürlichen Ressourcen an Öl, Kohle, Wasser regelrecht ausgebeutet, geplündert, die gehen zur Neige und das wiederum verschärft weiter die Rivalität und die Kriegsgefahr. Besonders im Nahen Osten prallen die imperialistischen Machtblöcke aufeinander und es kommen weitere wie Saudi-Arabien und die Türkei dazu. Diese wurden auch mit deutschen Waffen hochgerüstet. Nicht zufällig ist diese Region auch ein Brennpunkt von Volksaufständen und Massenkämpfen und zum Teil auch von bewaffneten Befreiungskämpfen. Diese sind allen Imperialisten ein Dorn im Auge. Besonderer Brennpunkt und umkämpft ist die Ukraine mit ihren Rohstoffen, entwickelter Industrie und ihrem Absatzmarkt. Ein äußerst kompliziertes Gemengengelage. Volle Solidarität brauchen unsere Genossen der ICO, der Weltorganisation, also in der Weltorganisation, die nennt sich KSRD, ist ein Koordinierungsrat der Arbeiterbewegung in der Ukraine, die gegen jede imperialistische Einmischung, auch der russischen, kämpfen und für eine einheitliche sozialistische Ukraine kämpfen. Deshalb EU, USA, NATO und auch Russland und China, Hände weg von der Ukraine. Sofortiger Rückzug der neuen sogenannten NATO-Eingreiftruppen. Liebe Friedensfreunde, Freiheit für Kurdistan. Dafür kämpfen die revolutionären Kräfte der PIT in Nordsyrien und der PKK, die Arbeiterpartei Kurdistans. Sie sind die Hauptkraft gegen die IS-Faschisten. Die PKK und die PIT waren die Hauptkräfte auch zur Rettung der Flüchtlinge vor den faschistischen IS-Kräften. Die autonomen kurdischen Gebiete in Rojava stehen für eine gleichberechtigte demokratische Selbstverwaltung mit antiimperialistischer Ausrichtung. Diese brauchen für ihren Freiheitskampf unsere volle Solidarität und dafür auch Waffen. Denn die IS-Faschisten haben ihre Hauptunterstützung von Saudi-Arabien und der Türkei, hochgerüstet auch mit deutschen Waffen. Die IS-Faschisten wurden regelrecht aufgebaut gegen einen zweiten arabischen Frühling. Unsere Forderung muss sein, keine Waffenlieferungen an reaktionäre Regimes wie Saudi-Arabien, Türkei, Israel und so weiter. Volle Unterstützung und Solidarität brauchen die Menschen im Kampf gegen Faschismus und Unterdrückung. Wie die der Palästinenser gegen den Völkermord des israelischen Staates. Welch heuchlerische Debatte, wenn es um Waffenlieferungen für die Kurden geht, wo doch die deutschen Regierungen mit ihren Waffenlieferungen auch an Israel weiterlieferten, genau zum Zeitpunkt des Bombenterrors gegen das palästinensische Volk. Freiheit für Palästina, zunächst für eine Zwei-Staaten-Lösung als Übergang zu einem nationalen und sozialen Befreiungskampf gemeinsam. Zu einem sozialistischen Palästina, wo Israelis und Araber gemeinsam friedlich zusammenleben können.
Der Antisemitismus und Zionismus, das sind zwei Seiten einer Medaille, die sich gegen den friedlichen Zusammenschluss und das Zusammenleben von Israelis und Palästinenser richten. Liebe Friedensfreunde, wir haben es heute in erschreckendem Maße mit einer Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlage zu tun. Solche Kriege wie im Irak hinterlassen zudem verstrahlte und verseuchte Landschaften. So berichtet die Onkologin Dr. Jenan Galib Hassan von Rekordwerten mit über 200 neuen Leukämiefällen, also pro Jahr, während es noch vor dem Irakkrieg 1915 waren. Über 4.400 einsatzfähige Atombomben, Raketen und Granaten, vor allem im Besitz der USA und Russlands, können die Menschheit heute mehrfach vernichten. Gleichzeitig ist die Umweltzerstörung selbst ein Herd für neue kriegerische Konflikte, wie um Energie, Wasser und Nahrungsquellen. Umso dringlicher und aktueller ist heute die Losung: Nehmt ihnen die Hand aus der Welt, ehe sie verbrannt. Wir brauchen einen neuen Anlauf für einen echten Sozialismus. Ein Maßstab dafür muss ein kulturelles und gesundes Leben aller Menschen weltweit sein. Sowohl die Produktion und Lebensweise muss sich radikal verändern, damit überhaupt die Menschheit weiter bestehen kann. Das müssen wir selber in die Hand nehmen. Mit Appellen und Hoffnungen auf die Herrschenden ist da nichts auszurichten. Nehmt den Herrschenden die Welt aus der Hand, ehe sie verbrannt. Danke. Ja, danke Gudrun Kimmerle. Bevor es weitergeht, kurze Ruhepause mit Fuse. Und dann kommt auch ein Beitrag des AK Nahost. Sehr schön, dass viele Themen aus unterschiedlichster Sichtweise hier angesprochen werden, allein von schon den zwei Rednern. Und ich denke, beim nächsten wird es dann nochmal durchaus andere Ansichten auf die gleiche Problematik geben, auf den Nahostkonflikt. Freundinnen und Freunde, ich bin Heinrich vom AK Nahost und wir sind eine Leipziger Gruppe, die sich mit dem Israel-Palästina-Konflikt beschäftigt. Und wir sind heute hier, um aufmerksam zu machen auf die andauernden und langjährigen Rüstungsbeziehungen zwischen Deutschland und Israel. Und gerade angesichts der letzten israelischen Militäroffensive können wir dies nicht länger einfach schweigend hinnehmen. Nach 7 Wochen... Dankeschön. Nach 7 Wochen beendet Israel nun hoffentlich sein Massaker an der palästinensischen Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Nach UN-Angaben wurden dabei über 2000 Menschen getötet, der Großteil davon Zivilisten. 11.000 Menschen wurden bei den Angriffen verletzt und über 100.000 bleiben obdachlos. Die Kolonialisierung und Besatzung Palästinas bleiben aber auch in den ruhigen Zeiten ohne Bomben bestehen. Die Wurzel des Krieges
zwischen Israel und Palästina ist in erster Linie der Konflikt zwischen einem rassistischen Staat und den von ihm kolonialisierten. Die dauerhafte Besatzung Palästinas wäre aber ohne die andauernde internationale Unterstützung, insbesondere auch von Deutschland, nicht denkbar. Auch hier gilt die bedingungslose Solidarität mit Israel als Teil deutscher Staatsräson. Doch wie aber sieht diese Solidarität konkret aus? Seit Jahren erhöhen sich die deutschen Rüstungsexporte nach Israel. Allein im Jahr 2013 lagen die Gesamtausfuhren bereits bei 266 Millionen Euro. Das ist eine Steigerung um das Fünffache im Vergleich zum Vorjahr. Was für ein Zufall, kurz vor dem nächsten Krieg. Israel gehört damit immer noch zu den Top 10 der Bestimmungsländer für den Export deutscher Rüstungsgüter. Raketenwerfer für den Häuserkampf, Geländewagen, Panzer und anderes Mordwerkzeug made in Germany erfreuen sich in Israel großer Beliebtheit und kamen auch im letzten Krieg wieder zum Einsatz. Und alle Rüstungsgüter sind dazu da, Menschen zu ermorden. Und wer Waffen in ein Kriegsgebiet liefert, macht sich mitschuldig am Tod unschuldiger Menschen. Aber nicht nur der Krieg, auch die fortwährende militärische Besatzung lässt die Kassen deutscher Rüstungsexporteure klingeln. Davon zeugen etwa der Export von Geländewagen und gepanzerten Fahrzeugen, mit denen das besetzte Land und die Grenzen kontrolliert werden. Darüber hinaus dienen aber auch in andere Richtung die israelischen Militärschläge gegen Gaza als Wachstumsmotor der israelischen Rüstungsindustrie. Zum Beispiel nachdem 2006 die neu auf den Markt gekommene israelische Drohne Hebron während des ersten Gazakrieges im Kampf erprobt wurde, interessierte sich auf einmal auch die Bundeswehr dafür und schaffte sich diese Drohne an. Anfang Juli 2014 ist unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein weiteres U-Boot von ThyssenKrupp an Israel ausgeliefert worden, das auch mit atomaren Marschflugkörpern ausgerüstet werden kann. Vor Wochen wurde bekannt, dass die Lieferung eines weiteren U-Bootes inzwischen genehmigt worden sei. Dies geschah mitten während der militärischen Offensive gegen Gaza. Die deutsche Rüstungsindustrie profitiert damit ganz direkt auch von den israelischen Menschenrechtsverletzungen der Besatzungspalästinas und den Kriegsverbrechen in Gaza. Damit ignoriert die Bundesregierung sogar ihre eigene Richtlinie für Rüstungsexporte, in der es da heißt, Genehmigungen für den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern werden grundsätzlich nicht erteilt, wenn hinreichender Verdacht besteht, dass diese zur internen Repression oder zu sonstigen fortdauernden und systematischen Menschenrechtsverletzungen benutzt werden. Wahrscheinlich ist der Verdacht noch nicht hinreichend genug. Solche Menschenrechtsverletzungen hat Israel der Welt aber einmal mehr ganz ungerührt demonstriert und eine von der UN geforderte unabhängige Untersuchung der mutmaßlichen Kriegsverbrechen im jüngsten Krieg werden leider immer noch von Israel boykottiert und verhindert. Lasst uns also gemeinsam die Einhaltung der Menschenrechte durchsetzen. Lasst uns gemeinsam zeigen, dass wir mit der deutschen Unterstützung für israelische Kriegsverbrechen nicht einverstanden sind. Lasst uns eintreten für einen sofortigen und vollständigen Stopp aller Rüstungsgeschäfte, ein Ende des Krieges und Gerechtigkeit im Nahen Osten. Vielen Dank. Danke, AK Nahost, mit Hintergrundinformationen. Bevor es jetzt nach einer weiteren Runde Didgeridoo im Anschluss an das nächste Gedicht in das freie Mikrofon geht, also nochmal ein paar besinnliche Worte zum Kriegsbeginn 1939, der fast auf den Tag genau 25 Jahre vorausgesagt wurde von jemand, den die Welt unter vielen Namen kennt, Theobald Tiger, Peter Panther oder des Rätsels Lösung naht, wie er sich noch genannt hat. Guten Tag, ich bin Harriet und ich habe für Sie ein Gedicht mitgebracht, das zum heutigen Tag und zum Thema passt. Kurt Tucholsky steht für heitere Ironie. Wenn die Igel in der Abendstunde still nach ihren Mäusen sehen, wir denken an Liebesgedichte. Aber Kurt Tucholsky wurde in den Ersten Weltkrieg gezogen, obwohl er damals schon konsequenter Pazifist gewesen ist. Und er hat
Im Juni 1919 ein Gedicht geschrieben, das heißt Krieg dem Kriege. Sie lagen 4 Jahre im Schützengraben, Zeit, große Zeit. Sie froren und waren verlaust und haben daheim eine Frau und 2 kleine Knaben, weit, so weit. Und keiner, der ihnen die Wahrheit sagt, und keiner, der aufzubegehren wagt. Monat um Monat, Jahr um Jahr. Und wenn mal einer auf Urlaub war, sah er zu Hause die dicken Bäuche und es fraßen dort um sich wie eine Seuche der Tanz, die Gier, das Schiebergeschäft und die Horte alldeutscher Skribenten kläfft Krieg, Krieg, großer Sieg, Sieg in Albanien und Sieg in Flandern und es starben die anderen, nur die anderen. Sie sahen die Kameraden fallen. Das war das Schicksal bei fast allen. Verwundung, Qual wie ein Tier und Tod. Ein kleiner Fleck, schmutzig rot. Und man trug sie fort und scharrte sie ein. Wer wird wohl der Nächste sein? Und ein Schrei von Millionen stieg auf zu den Sternen. Werden die Menschen es niemals lernen? Gibt es ein Ding, um das es sich lohnt? Wer ist das, der da oben thront und von oben bis unten bespickt mit Orden und nur immer befiehlt, Morden, Morden, Blut und zermalmte Knochen und Dreck? Und dann hieß es plötzlich, das Schiff sei leck. Der Kapitän hat den Abschied genommen und ist etwas plötzlich von dannen geschwommen. Ratlos stehen die Feldgrauen da. Für wen das alles? Pro Patria? Brüder, Brüder, schließt die Reihen. Brüder, das darf nicht wieder sein. Geben Sie uns den Vernichtungsfrieden, ist das gleiche Los beschieden unseren Söhnen und euren Enkeln. Sollen die wieder blutrot besprenkeln die Ackergräben und das grüne Gras? Brüder, pfeift den Burschen was. Es darf und soll so nicht weitergehen. Wir haben alle gesehen, wohin ein solcher Wahnsinn führt. Das Feuer brannte, das sie geschürt. Löscht es aus. Die Imperialisten, die da drüben bei jenen Nisten, schenken uns wieder die Nationalisten. Und nach abermals 20 Jahren kommen neue Kanonen gefahren. Das wäre kein Friede, das wäre Wahn, der alte Tanz auf dem alten Vulkan. Du sollst nicht töten, hat einer gesagt. Und die Menschheit hört's und die Menschheit klagt, will das niemals anders werden? Krieg dem Krieg und Friede auf Erden. Und ich bin froh, dass wir noch einen Redner haben. Ich habe ihn gerade noch erwischen können. Das ist von Attac, ein langjähriger Mitstreiter, friedenspolitischer Mitstreiter, Johannes Schroth. Liebe Friedensfreunde, als ich gebeten wurde, hier ein paar Worte zu sagen, da ging es mir wie jedem, der so eine Sache in Angriff nimmt. Ich überlegte, was kann denn das Wesen dieser Rede oder dieses Beitrages sein? Und ich habe das aufgeschrieben, aber ich werde es versuchen, doch
mit einfachen Worten, so gut wie es geht, frei zu sagen. Mir wurde einmal bewusst, wie wenig sich doch im Prinzip verändert hat. Seit, und man muss nun nicht bis zu den alten Römern gehen, ich habe mir mal die Zeit angesehen, als Deutschland noch aus kleinen Fürstentümern, Kleinpotentaten, die von Kleinpotentaten beherrscht wurden und so weiter, bestand. Damals steckten diese Leute ihre Landeskinder in Uniform und ließen sie über die anderen kleinen Fürstentümer herfallen, wenn sie meinten, sie hätten eine Chance. Und wenn es sie meinten, sie könnten dadurch einen Gewinn erzielen. Ich bin sicher, auch damals gab es Menschen, die sich dagegen gewandt haben. Und es begann eine Art Vernunft sich zu regen. Die sagten, das kann doch nicht sein, dass in einem Territorium wie Deutschland Fürstentümer über sich herfallen, also Kleinstaaten. Und es entwickelte sich also der Drang zur Bildung des Reiches, des Bismarckreiches 1871, das mit Blut und Eisen, wie gesagt wurde, sich zusammenfügte. Und wieder gab es Leute, die glaubten, sich hinstellen zu müssen und zu sagen, dass jetzt der Friede ausgebrochen wäre, weil ja in einem bestimmten Territorium nicht mehr, weil eine Ursache aus der Welt geschafft wurde, nämlich die Kriege zwischen den Kleinstaaten. Es kam ganz anders. Es wurden die Ursachen gelegt für die großen Kriege, den Ersten Weltkrieg und den Zweiten Weltkrieg. Und jedes Mal gab es die gleichen Begründungen, die gleichen Bekundungen auch danach, dass endlich der Frieden auf einem bestimmten Territorium eingezogen wäre. Dabei war es nichts weiter, als dass sich die Kriege in immer größere Systeme hineinbewegten. Dies mit Recht klopfen sich jetzt die Politiker auf die Schulter, dass es gelungen ist, in Europa den Krieg mit einiger das Krieg in Europa zu führen einigermaßen unwahrscheinlich geworden ist. In Kerneuropa zwischen den großen Nationen. Aber es ist wieder das Gleiche, es passiert wieder das Gleiche. Die Kriegsgefahr entwickelt sich in das nächstgrößere System hinein. Wir sind stolz, dass in Europa die Kriegsgefahr gesunken ist und wir reden, oder auch nicht wir, aber es wird geredet von den Auseinandersetzungen der Kontinente. Eurasien ist jetzt der Begriff, den wir immer wieder begegnen. Und ich mache euch auf ein Buch aufmerksam, das 2001 erschienen ist, also vor 14 Jahren, von Brzezinski, dass dieses Szenario, was wir jetzt erleben in der Ukraine, also das ist gespenstisch, wenn man das liest, ja, dass dieses Szenario heutzutage aktuell gerade dort abläuft. Es geht also nicht um das, was uns hier erzählt wird. Es geht um globale Auseinandersetzungen, es geht um die neuen Kriege in neuen Größenordnungen und neuen Systemen. Es ist deprimierend, wenn man also diese Entwicklung verfolgt, dass die Menschen immer noch nicht zur Vernunft gekommen sind. Eine wichtige Rolle bei diesen Kriegen spielt, dass man die Menschen gefügig machen muss.
Es ist also nicht damit getan, dass Waffen produziert werden. Die Menschen müssen glauben, dass es gut ist, mit diesen Waffen andere umzubringen. Wichtig ist dabei das Feindbild. Und wir erleben gerade wieder, wie ein neues Feindbild installiert wird. Der Russe ist es jetzt. Und Putin. Dieser Feind wird also so beschrieben, dass jeder gute Soldat, ohne sich groß Gedanken machen zu müssen, einen Russen ums Leben bringen kann, um so mal so einfach zu sagen. Wir müssen uns einfach auf diese wichtige Voraussetzung einstellen und müssen dagegen handeln. Die Russen sind nicht unsere Feinde. Es gibt keine schlechten Russen. Es gibt Menschen dort wie überall mit ihren Mängeln und ihren Vorzügen. Und wer wie wir im Osten nicht diese Entwicklung durchgemacht haben, wie unsere Landsleute im Westen, die wissen, dass also die Russen ein liebenswertes Volk sind, dass es Kollegen waren, Freunde. Wir haben sie als Touristen kennengelernt, bei uns hier oder wir. Es sind Moskauer, es sind Leningrader bzw. Petersburger. Und es gibt nicht ein Argument, das tragfähig wäre, um diesen Krieg oder die Basis für diesen Krieg durch die Diskriminierung eines Volkes zu schaffen. Das trifft natürlich genauso auf die Ukrainer zu. Auf alle trifft das zu. Wehren wir uns dagegen, dass andere Völker schlecht gemacht werden, dass ihnen Eigenschaften zugesprochen werden, die einfach nur dazu dienen, sie herabzusetzen und sozusagen für die Soldaten, die auf sie losgelassen werden, damit die ihr Gewissen beruhigen können. Ich hatte vor persönliche Erlebnisse noch. Ich gehöre nun zu der Generation, die den Faschismus zwar als Kinder, aber doch immerhin bewusst erlebt haben. Und mir ist eine Geschichte eingefallen, die ich vielleicht hier noch zum Besten geben will. Ich war bei den Pimpfen, das war also ab 10 Jahre bei den Nazis, bekam man eine Uniform und durfte da Geländespiele machen. Das war hochspannend und wir waren alle begeistert. Und ich erinnere mich, dass wir da im Gras lagen und einer unserer, ein Jungzugführer war das, ich weiß sogar noch, dass er Müller hieß, der berichtete uns, dass er einberufen worden wäre zur Waffen-SS und jetzt in den Osten abberufen worden wäre. Ich erinnere mich, wie stolz wir waren und wie, dass unser Jungzugführer dorthin durfte. Und wir waren schon reif dazu, dass man uns auch zu solchen Sachen gebracht hätte. Was für ein Glück, dass also der Faschismus 1945 abtreten musste. Ich weiß nicht, was aus uns, meinesgleichen, sonst geworden wäre. Vielleicht wären wir auch zu Kriegsverbrechern in irgendeiner Form geworden. Es ist gar nicht so schwer, ein Kriegsverbrecher zu werden. Tucholsky, der schon zitiert wurde, der hat das einmal ganz lapidar zusammengefasst. Soldaten sind prinzipiell Mörder. Es ist ja ein Wahnsinn. In der Bibel steht, du sollst nicht töten. Das bürgerliche Gesetzbuch sagt, wer tötet, kommt lebenslänglich hinter Gittern. Und plötzlich sollen die gleichen Menschen, die so erzogen werden, sollen plötzlich in ein anderes Land ziehen und bekommen noch Orden umgehängt, wenn sie das tun, was die Gesellschaft verdammt hat. Dass daraus Dinge entstehen, zum Beispiel der Breivik, der Norweger, der hat sich als Krieger gefühlt. Der hat sich als Soldat gefühlt. Der hat über 70 Menschen umgelegt als Soldat. Das heißt also, diese Erziehung ist das
solche Handlungsweisen sind das Ergebnis von solchen Erziehungen. Wir müssen grundsätzlich dazu kommen, dass Erziehung zur Wehrertüchtigung oder zum Soldatentum ein Vergehen am Menschen generell sind. Ich bin sicher, dass viele von den Männern, die aus den Kriegen nach Hause kamen, dass die verletzt bis ins Innerste waren. Das hat damals, war noch nicht die Rede von diesen Frustrationen. Das waren eben Menschen, die gelitten haben. Man thematisierte das noch nicht so. Aber ich bin sicher, dass es auch heute noch viele Menschen gibt, die daran leiden. Und jeder, der in Afghanistan erlebt, was Krieg bedeutet, ist im Grunde ein verletzter Mensch und er wird das sein ganzes Leben lang zu tragen haben. Ich muss jetzt aufpassen. Ich hatte ganz andere Dinge aufgeschrieben, das war alles so schön geordnet. Aber ich möchte noch mal auf einiges aufmerksam machen, was diese Friedensbewegung und Personen aus dieser Friedensbewegung betrifft. Bis 1914 bemühte sich Bertha von Suttner, gegen den Krieg aufzutreten. Sie wurde verhöhnt und beschimpft. Friedensbertha nannte man sie. Heute gibt es auch wieder eine Frau, die sich dem Pazifismus verschrieben hat und im Grunde genauso verhöhnt wird. Das ist die Margot Kessmann. Wir müssen also solchen Menschen unsere Unterstützung zusagen, vielleicht auch anschreiben, anmelden, ihnen sagen, dass wir also diese Haltung für gut halten. Und es ist gut, dass es solche Menschen gibt. Ich schließe mit einer Strophe aus einem Gedicht. Als ein Antikriegsgedicht, die ich meine, die hierher passt. Der Verfasser ist einverstanden, auch damit, dass er namentlich nicht genannt wird. Wir sind das Volk, habt ihr geschrien. Und Freiheit laut in den Straßen. Soldaten, Zeit wird's, dass ihr erkennt, ihr sterbt für den Reichtum von 1% und für deren Freiheitsphrasen. Ich mag Friedens machen, wenn man sich auf Attac verlassen kann, wenn man sich auf friedensbewusste Menschen verlassen kann, wenn ihr euch darauf verlassen könnt, dass sehr intelligente Menschen kommen, die zu Frieden und zu dem, was sie erlebt haben, auch was zu sagen haben. Deshalb machen wir ja Friedensmahnwachen. Ich bin jetzt in der Situation, wo ich immer sehr angespannt bin. Ich hoffe, ihr helft mir. Ich mache jetzt das Mikro auf. Ich muss aber mal erzählen, mit dem Thorsten Schleib bin ich mal durch Cambridge gelaufen. Wir hatten mit Limerick zu tun an der Universität. Wir waren dort eingeladen und wir haben den ganzen Vormittag darüber diskutiert, ob wir je ein offenes Mikro im öffentlichen Raum hier in Deutschland irgendwo zulassen würden. Also wir beide haben uns dann, also Thorsten wollte das und ich habe vor 10 Jahren. Aber wenn es 9 waren, schimpft nicht mit mir. Also ich habe gesagt, nee, bloß nicht. Das ist nicht zu kontrollieren. Also, und ich habe jetzt das Vertrauen, dass ihr jetzt sagt, okay, jetzt habe ich mir so viel angehört, ich habe ja was zu sagen. Wir machen also das offene Mikrofon, wie jeden Montag. Auch wieder mit dem Aufruf, kommt montags zur Friedensmahnwache, kommt an dieses Mikro, sagt, was euch bedrückt. Und das muss keine Rede sein, es muss gar nicht groß vorbereitet sein, wochenlang oder tagelang, sondern einfach jetzt aus dem Herzen heraus sprechen, habt Mut. Ich gucke immer abwechselnd von links nach rechts, rennt einfach los, ich mache einen Schritt beiseite. Sprecht zur Friedenspolitik hier in dieser Stadt. Denn wir sind eine Friedenswache. Ja, jetzt kommt der Gitarrenspieler. Ja,
Mach bitte kurz. Aber wirklich kurz. Das klingt ja wie eine Drohung. Ich bin natürlich auch für Frieden, ne? Aber sagen wir mal so, es gab ein paar Vorredner. Ich glaube, die Geschichten, die wir auch alle gemeinsam aufgebaut haben in dieser Welt, zum Beispiel im Irak, in Syrien, daran sind wir alle beteiligt gewesen. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Die können wir jetzt auch nicht, was wollen wir jetzt machen? Wollen wir da hingehen? Hallo, lasst es euch gut fühlen. Wir müssen dahin Waffen führen. Waffen, wie nennt man das? Exportieren oder was weiß ich. Und jedenfalls, da müssen Waffen hin. Das ist Fakt. Sonst werden die Leute uns irgendwann erreichen. Das heißt, natürlich weiß ich das selber, pfeife hier nicht rum. Und der Urgrund der Probleme, in denen wir leben, ist natürlich der Kapitalismus, das ist ja keine Frage. Aber den kannst du jetzt, den hättest du vor 100 Jahren beseitigen können. Und so, Fakt ist, dass wir jetzt dieses Problem lösen müssen, sonst erreicht es uns alle. Das ist, was denn sonst? Ja, wieso? So, also das ist meine Meinung. Darf ich vielleicht noch mal meine Meinung? Hallo? Hallo, du schöne. Entschuldigung, da war gerade eine schöne Frau. Hurra! Das war ein Scherz, sagt er. Also gibt es, ich habe dich schon gesehen, du möchtest was reden. Auch das passiert am offenen Mikro und du möchtest auch reden. Einmal rechts von mir und dann ist der nächste dran. Ja, guten Tag, liebe Freunde. Ich möchte gerne mal noch ein paar aktuelle Sachen kundtun. Zum Beispiel, dass ich unsere Qualitätsmedien mal wieder selber hinters Licht führen oder wie man es auch immer nennt. Die neue russische Invasion in der Ukraine, die jetzt hier propagiert wird, oder die Bild-Zeitung, wir machen zu wenig, Putin macht Krieg. Ja. Es gibt mal wieder, wie immer, keine Beweise. Gibt's nicht. Es ist so, dass dort ein Foto rein war, so ein russischer Panzer drauf, keiner weiß, wo es aufgenommen wurde. Und ein paar gute Internet-User haben gefunden, da wurde ein Bild von 2009 recycelt. Also neu verwendet mit neuem Datum. Eine Sache. Die nächste Sache ist, man fragt sich ja immer, überall sind Kriege, zum Beispiel ISIS oder IS. Was soll denn das? Das ist ja furchtbar. Wie kann denn das passieren? Ja, das sind die Leute, die von CIA ausgebildet wurden, um gegen Assad in Syrien zu kämpfen. Die sind nicht zufällig da. Die sind hervorragend ausgerüstet. Die haben amerikanische Jeeps. Die haben beste Kommunikation und die werden angeleitet. Die werden in der Türkei ausgebildet. So sieht's aus. Okay, informier dich, du kannst gerne eine andere Meinung haben. Und es geht weiter. Ich kann mich noch erinnern, dass in unseren Medien die PKK oder die Kurden oder wie auch immer mal eine furchtbare Terrororganisation war, die bekämpft werden muss. Und was ist jetzt? Das sind jetzt die Guten. Denn die kämpfen ja jetzt gegen die ISIS oder wie es auch immer nun genannt werden und müssen jetzt beliefert werden mit Waffen. Na, super Strategie, sage ich nur. Einfach noch mehr rein, wir brauchen noch viel mehr Tote. Das ist die Strategie unserer Regierung.
schlimm. Und es brennt auch noch an anderen Ecken und Enden. Zum Beispiel, längst vergessen, Libyen. Der musste weg. Der Herr Gaddafi, warum muss er weg? Er hat als erstes Öl gegen Euro verkauft. Dann wollte er ein Golddinar. Das ist natürlich auch schlecht. Also weg der Mann. Und wie sieht es jetzt dort aus? Die Demokratie, die sie bringen wollten, resultiert in Massakern, Töten, schlimmste Sachen, die man sich gar nicht im Kopf zusammenreimen kann, aber das ist nicht mal eine Meldung mehr wert. Das ist das Traurige, dass wir mit diesen Medien von hinten und vorne belogen, gesteuert werden und möglichst jetzt noch sagen, ja, Krieg und ja, Waffen und Stopp Putin und so ein Mist. Ich sage euch eins, es ist zurzeit eine gravierende Umwälzung in Gang, auf allen Ebenen. Sicherlich gibt es ein paar, die in der Ecke immer noch das denken, was da kommt. Aber auf den oberen Etagen, auch in der Wirtschaft, passieren zurzeit gravierende Umwälzungen. Diese bekloppten Sanktionen gegen Russland wenden sich gegen uns selbst. Und auch die eigene Wirtschaft, kämpft gegen die Regierung. Ich weiß noch nicht, wer da gewinnt und wie das hier weitergeht. Aber hier ist sehr viel in Gang und ich sage euch, beobachtet es. Noch eine gute Sache, die ich gehört habe. Russia Today kommt spätestens im Jahresanfang. Das ist ein deutschsprachiger Sender, der normal mit Satellit empfangen werden kann. Die englische Version davon läuft in Amerika und hat höchste Einschaltquoten. Sie kriegen immer mehr Probleme, unsere Massenmedien, die Lügen zu verbreiten. Und deswegen sind wir auch hier. Wir wollen die Wahrheit oder ich sage mal die andere Seite auch hören. Das wird es wahrscheinlich besser treffen. Ich würde es mal jetzt dabei bewenden lassen. Ich werde auch gleich nochmal um die Ecke gehen, ihr wisst Bescheid. Und ich freue mich, dass trotzdem heute so viele gekommen sind. Es wächst wieder und jeder, der noch ein bisschen Grips hat, sollte sich fragen, was hier los ist. Einfach mal nachdenken und sagen, was soll denn das? Einfach mal eine Meldung mal mit älteren Meldungen abgleichen. So. Das stimmt hinten und vorne nicht mehr. Die Auflagen sinken von den Zeitungen, gut so. Es gibt Shitstrom oder wie es so heißt im Fernsehen, gut so. Ich habe zum Beispiel vor uns bei Lexi TV im MDR einen Bericht gesehen. Da wurde erklärt, dass doch die meisten Kriege mit Lügen angefangen haben. Hoi! Ist ja was ganz Neues. Ja? So, zum Beispiel Vietnamkrieg, so, das ist einfach erfunden worden, der Überfallgolf von Tonkin. Oder die Babys im ersten Irakkrieg, die da aus diesen Inkubatoren rausgenommen wurden. War frei erfunden. Es passiert was. Seid wachsam, sag ich. Es ist einiges in Gang. Ich hoffe, es wird keinen dritten Weltkrieg geben. Auch wenn die etablierten Parteien oder die Parlamentenfüllmasse einfach hinterher trottet, wir sind mehr. Und auch unser Bewusstsein, was wir hinaustragen, trägt Früchte. Auch wenn es langsam ist, aber ich glaube, es ist nicht umkehrbar. Also, wer einmal
hier war oder aufgewacht ist oder wie auch immer, denke ich, kehrt nicht mehr zurück. Und ich denke, das wird den anderen auch so gehen. Okay, ich möchte es mal damit beschließen. Hier wurde noch jemand. Freunde, bis zum nächsten Mal. Guten Abend, Leipzig. Ich möchte nur einen Gedanken von vorhin weiterführen. Wie wir gehört haben, für den jetzt stattfindenden noch nicht Krieg, gibt es ein Buch für den Zweiten Weltkrieg? Gab es ein Buch, bekannt? Für den Ersten Weltkrieg weiß ich es nicht. Aber ich möchte das in einer anderen Form, vielleicht neu denken. Vielleicht sollten wir ein Buch schreiben für den Frieden. Das war's schon. Ich wollte mich mal ins Gespräch einmischen. Ich komme etwas von außerhalb. Meine Freundin hat mir gesagt, schau hier mal vorbei. Das ist wohl das Richtige. Und ich höre hier interessant den Leuten zu, was sie so vorbringen und stelle fest, alle klagen, werfen mit Zahlen um sich, aber keiner hat eine Lösung. Da sollten wir uns vielleicht mal Gedanken drüber machen. Wo wollen wir hin? Wollen wir jedes Jahr Petitionen unterschreiben, um gewisse Dinge zu verändern, Waffenhandel oder Ähnliches zu unterbinden damit? Dann ist das vielleicht durch und dann stehen wir im nächsten Jahr wieder da. Das ist irre. Hier stimmt was nicht in unserem Land. Deswegen bin ich hier. Was ist das, was hier nicht stimmt? Wir fühlen es alle. Irgendwas ist das. Nur was? Sind es die Politiker? Ist es der Außenhandel? Sind es die Volksgruppen XYZ? Ich denke nicht, dass es das ist. Ich denke einfach, wie das schon von einigen Vorrednern ja angesprochen wurde, es wird wohl daran liegen, dass die Gesellschaft nicht gerecht und frei ist. Ja, danke für den Applaus. Das kommt langsam an, sicherlich. Aber Fakt ist doch, dass uns in den Medien suggeriert wird, permanent, und das muss ich ja sicher niemandem sagen, dass wir in einer freien, glücklichen Welt leben, in der jeder durch harte Arbeit etwas zustande bringen kann. Leider sieht die Realität völlig anders aus. Das hat mich 20 Jahre meines Lebens gekostet, das rauszubekommen. Vielen Dank an den bildungszuständigen Minister der damaligen Zeit. Ich habe rechnen gelernt, ich kann einigermaßen schreiben und ansonsten wurde ich auf die Welt vorbereitet. Natürlich, ich kann eine Steuererklärung ausfüllen. Das habe ich natürlich nicht in der Schule gelernt, obwohl es doch angeblich in unserer Kapitalgesellschaft äußerst wichtig ist, solche Sachverhalte zu verstehen. Wieso wird mir das nicht beigebracht? Wieso werde ich hier reingeschmissen in dieses System, was doch so vollendet ist, ohne zu wissen, wo ich hingehe und wo wir ankommen. Ich weiß, unsere Erde hat einige Atombomben. Ich weiß noch, wo ich jung war, ich war im Krankenhaus. Ich habe geweint, nicht weil ich meine Eltern nicht wiedersehe, sondern ich habe geweint. Weil ich dachte, die Nacht fallen die Atombomben. Die gibt es heute immer noch. Heute weine ich nicht mehr. Weil wenn der Schlag kommt, dann ist es eh zu spät. Was ich damit sagen will, ist, wir alle, wir sollten uns im Klaren sein, wir leben in einer Welt, die mit einem Knopfdruck nicht mehr da sein kann. Das müssen wir uns wirklich mal fragen. Wir haben uns hier als Menschheit eine Welt kreiert, das ist selbstmörderisch. Das ist verrückt. Wer führt uns denn, frage ich da mal. Das können keine Menschen sein, die klaren Verstandes sind. Es tut mir leid. Auch Obama und Putin wollen auf keinen Fall, dass jeder 100.000 oder hunderte Atombomben aufs Nachbarland schmeißt. Kann ich mir nicht vorstellen. Die wollen auch nur leben. Ich zähle jetzt nicht alles auf, was so die Genüsse des Lebens sind. Aber das ist es ja. Viele reden, ich habe versprochen, ich bringe Lösungen mit. Die habe ich auch. Für jedes Thema tatsächlich sind die da. Ich will auch nicht
groß langweilen. Ich kann jetzt mit einem Thema einfach mal anfangen, weil über alle politischen Themen zu sprechen, das wäre natürlich abendfüllend. Wie viel Zeit habe ich noch? Das offene Mikro, da fassen wir es mal kürzer, weil die nächsten auch reden wollen. Ganz kurz. Ganz kurz kann ich natürlich das System nicht ändern. Das dauert etwas. Ich würde sagen, da versuche ich es nächsten Montag nochmal und lasse dann meine Nachrednerin dran. Vielen Dank. Ja, guten Abend, ich bin Gudrun und ich möchte einen Brief vorlesen, den niederländische Kulturschaffende an den Präsidenten der Russischen Föderation, Wladimir Putin, geschrieben haben. Ihr wisst ja, dass die Holländer auch eine große Opferzahl zu beklagen hatten bei dem Absturz oder Abschuss des Flugzeuges MH17. Und leider ist das Land, die Regierung, durch diese Sache auf die Seite der USA und der NATO gezogen worden. Die Niederlande hatten ja bis dahin eine relativ gute Zusammenarbeit mit Russland und haben sich auch, als es darum ging, die ersten Sanktionen zu verhängen, immer sehr gemäßigt verhalten. Und das ist eben durch diese Sache mit dem Flugzeug vorbei. Ich möchte noch zu dem Flugzeug sagen, dass ich es eine Unverschämtheit finde, dass die Veröffentlichung, die am 7. August und am 17. August in den Zeitungen waren, von der malaysischen Regierung hier einfach verschwiegen werden. Die malaysischen Experten waren ja Ende Juli vor Ort, haben sich die Reste des Flugzeuges, die Metallteile angeguckt, alles fotografiert, alles aufgenommen und haben einen Bericht erarbeitet. Und dieser Bericht kam am 7. in die Öffentlichkeit, an die Öffentlichkeit, aber zum Beispiel im russischen Fernsehen und anderswo in der wie heißt die Zeitung, welche News Daily, irgendwie so eine malaysische Zeitung, da kann man auch auf Deutsch das finden, aber in unseren Medien wird es nicht gebracht. Und da haben sich Minister dieses Landes, der Innenminister, der Verkehrsminister und eine Woche später der Verteidigungsminister dazu geäußert, dass MH17 abgeschossen wurde von einer Su-25, zuerst mit einer Rakete und dann mit der Bordkanone und haben das gebracht. Und es wird einfach verschwiegen. Es ist eine Unverschämtheit, weil dieses Land, also Malaysia, ja auch sehr große Opferzahlen zu beklagen hat und große Probleme jetzt mit der Fluggesellschaft hat, auch noch nach dem mysteriösen Verschwinden des anderen Flugzeugs im März. Und dass das einfach so verschwiegen wird, das finde ich einfach unglaublich. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auf eine Idee verweisen, die ich sehr gut finde. Am 3. Oktober soll der Tag der Wahrheit sein. Da sollen unsere Medien, unsere in Anführungsstrichen, aufgefordert werden, die Wahrheit zu sagen. Mal sehen, bis dahin ist ja noch ein Monat hin. Ob sie sich was überlegen, ob sich mal welche zusammenreißen und Mut fassen, und vielleicht mal irgendwie uns zeigen, dass ihnen das vielleicht auch gar nicht so angenehm ist, uns hier alles Mögliche vorzulügen oder vorzuenthalten. So, jetzt zu den Künstlern und Kulturschaffenden aus den Niederlanden, die also hier sehr mutig diesen Brief geschrieben haben. Das war am 10. August, wenn ich jetzt mich richtig erinnere. Sehr geehrter Herr Präsident Putin, hiermit möchten wir uns im Namen eines Teils niederländischer Bürger für unsere Regierung und unsere Medien entschuldigen. Die Wahrheit wird verdreht, um Sie und Ihr Land in ein schlechtes Licht zu rücken. Machtlos müssen wir zusehen, wie der Westen unter der Führung der Vereinigten Staaten Russland der Aktivitäten beschuldigt, an denen sie selber beteiligt sind. Das planmäßige Messen mit zweierlei Maß ist verwerflich. Der Westen verurteilt, ohne genügend Beweise zu erbringen, wie sie ohne Beweise verurteilt werden für das Verüben von sogenannten Verbrechen, ist eine äußerst freche und anstößige Angelegenheit. Viele Beispiele haben wir hier Montag für Montag schon dafür gehört, für diese Lügen. Sie haben uns während des Syrien-Konflikts vor einem Weltkrieg gerettet. Der Gasangriff auf syrische Bürger wurde Assad in die Schuhe geschoben, obwohl Al-Qaida-ähnliche Truppen, trainiert und bewaffnet von den Vereinigten Staaten, und bezahlt von Saudi-Arabien, diesen Massenmord auf ihrem Gewissen haben. Hiermit hoffte der Westen, dass die Welt sich gegen Assad wenden und einen Angriff auf das Land gutheißen würde.
Nicht lange danach haben westliche Organisationen die Opposition der ukrainischen Regierung aufgebaut, bewaffnet und trainiert, um die Regierung zu stürzen. Die neuen Machthaber wurden durch den Westen in Windeseile anerkannt. Dieser neuen Regierung wurde von unserem Steuergeld Kredite als Belohnung vergeben, um sie damit zu verpflichten, also gefügig zu machen. Ja. Die Bevölkerung der Krim war damit nicht einverstanden und zeigte das mittels friedlicher Demonstrationen. Gewalt, angewendet von anonymen Heckenschützen und später durch die ukrainische Armee, hat dazu geführt, dass die Bewohner der Krim sich von der Ukraine trennen wollten. Ob sie nun die Separatisten unterstützt haben oder nicht, es steht unserer Regierung nicht zu, ihnen deshalb Vorwürfe zu machen. Russland wird zu Unrecht ohne Untersuchung und lückenlose Beweise der Lieferung eines Waffensystems beschuldigt, das womöglich ein Passagierflugzeug abgeschossen hat. Also hier jetzt mal meine Worte, das Bugsystem damit, und das ist ja schon längst erwiesen, dass das da überhaupt keine Rolle gespielt hat, dass nur die ukrainische Armee dieses Bugsystem dort platziert hat, wo das Flugzeug abgeschossen wurde, nämlich vier dieser Geräte oder Systeme, muss man ja sagen, damit geschossen wurde nicht. Aus oben genannten Gründen meint unsere Regierung, Russland mit Sanktionen belegen zu müssen. Wir wache Niederländer, die diese Propaganda der westlichen Medien und die Lügen unserer Politiker durchschauen und ablehnen, wollen uns hiermit bei Ihnen entschuldigen. Es ist leider so, dass unsere Medien jede Art gesunder und unabhängiger Kredit verloren haben und nur berichten, was die Politik vorschreibt. Dadurch haben die Bürger des Westens ernsthafte Probleme, die Wahrheit zu erkennen, und versäumen so die Möglichkeit, ihren Politikern bei den Wahlen einen Denkzettel zu verpassen. Sehr geehrter Herr Präsident Putin, wir hoffen auf Ihre Weisheit. Wir wollen Frieden. Wir sehen, dass die westliche Politik gegen ihre Bürger und für einen Plan für eine neue Weltordnung arbeitet. Das Vernichten von souveränen Staaten und das Töten von unzähligen Millionen Menschen ist für unsere westlichen Weltführer anscheinend das Opfer, das dargebracht werden muss, um ihr Ziel zu erreichen. Wir, die Bürger der Niederlande, wollen Gerechtigkeit und Frieden auch mit Russland. Wir wollen Ihnen hiermit deutlich machen, dass die niederländische Regierung nur für sich spricht. Wir hoffen, mit dieser Erklärung unseren Anteil beitragen zu können, um die steigende Spannung zwischen unseren Staaten zu entschärfen. Hochachtungsvoll, Professor Kees Hammeling. Also da sind in der Internetseite dann noch mehrere Personen natürlich, die das unterschrieben haben. Also so viel zu mutigen Menschen. Und ich kann noch mal verweisen, wir haben da hinten auch verschiedene Informationen zusammengestellt, also vom August, so aus der letzten Zeit, und haben zum Beispiel auch noch mal aufgeschrieben, mit welchen Waffen in der Ukraine zurzeit gekämpft wird. Es ist ja allen klar, dass es eigentlich sowieso verboten ist, die eigene Armee, also die Armee eines Landes gegen die eine Bevölkerung einzusetzen. Und natürlich sowieso solche Waffen wie Bombenwerfen auf Wohngebiete oder Mehrfachraketenwerfer wie Grad oder Smerch oder Brandbomben zu werfen oder ballistische strategische Raketen auf Wohngebiete, auf Schulen, auf Krankenhäuser zu schicken, Kassettenbomben abzuwerfen, mit Scharfschützen auf Zivilbevölkerung zu schießen. Und das wird alles in der Ukraine zurzeit gemacht, im Donetsk-Becken, seitens der ukrainischen Armee, seitens der Nationalgarde, die von privaten Oligarchen finanziert wird, und seitens dieser Strafbataillone, die da heißen Azov, Aidar, Dnieper 1, Dnieper 2, Kiew und so weiter. Da entstehen auch immer wieder neue Bataillone. Und in diesen privaten, also Nationalgarde und in diesen Bataillonen, da muss man wissen, da sind die ganzen nationalistischen Kräfte und die Leute vom rechten Sektor integriert. Und das ist das Gefährliche, weil sie gehen sehr brutal vor, auch gegen die ukrainischen Soldaten der Armee, die nicht kämpfen wollen gegen die Zivilbevölkerung, und natürlich vor allem gegen die Menschen, die im Donetsk-Becken, in der Luganske Volksrepublik und in der Donetsker Volksrepublik wohnen und zurzeit eben massiv bekämpft werden. Ja, so viel dazu. Das könnt ihr dort alle nochmal auch nachlesen. Ja, Dankeschön. Das schimpft nicht mit mir. Den Redner davor habe ich gerade gesagt, okay, wir machen eigentlich nur kurze Redebeiträge.
Das Ehepaar ist fast jeden Montag da und hat bis jetzt immer sehr, sehr gute und informatorische Beiträge hergebracht. Deswegen konnte ich jetzt nicht dazwischen springen. Wir haben, ja, es ist nicht einfach gerade. Wir haben noch einen, du möchtest noch was? Komm ran. Ich bin Wohner in Goles und bin vom Rausschmiss aus der Wohnung bedroht, weil ich in einem lukrativen Modernisierungsgebiet lebe. Und der Eigentümer hat mir am Telefon gesagt, auf meine Frage, was hast denn du gegen Blumen, die ich gepflanzt habe, die er abmähen lassen hat und die ich gesät hatte. Das geht dich gar nichts an. Ich kann mit meinem Eigentum machen, was ich will. Und ich habe dann eine Beklemmung, einen Rückzug ins Innere, eine Resignation. Ich werde kriegsfähig gemacht gegen alles Lebendige, das Internet und Handys und alle harten Techniken, denn wir sind ja auch Technik, wir sind ja die Natur, die perfekt konstruiert worden ist. Nimmt überhand und ich sehe auch die Kinder aufwachsen mit der Werbung für diese ausschließlich harte Technik. Sie dürfen keine Erde mehr anfassen, obwohl sie behutsam mit der Erde umgehen lernen können sollten. Es braucht keine Verbrennung von Hexen mehr, denn wir haben das Pflanzenwissen gar nicht, können gar nichts in Ruhe beobachten. Es darf sich nichts in Natur entwickeln. Wir sind auch Natur. Und er hat mir untersagt, euer Gnaden, die anderen Hausbewohner weder zu bedrängen, noch sie einzuladen, irgendwas zu pflanzen oder zu erlauben, dass ich was pflanze. Und so ist die Mitbestimmung an der Wohnungstür zu Ende. Also eine weitere Kriegsfähigmachung per feudalem Haus- und Hofrecht, wo wir noch gar nicht weiter sind als im Statthalter, römischen Kastell oder sonst wo, bloß mit blinkenden Leuchtdioden und glauben jetzt Vielfalt zu erleben. Und deshalb lade ich ein, die vielfältigen Lebensregungen im Garten unserer Seele mit Namen zu benennen und uns nicht zu scheuen, was unsere Natur uns für Reichtum gibt und diesen Impulsen zu folgen und uns da nicht den Mund verbieten, zu selbst zu verbieten oder Selbstzensur zu üben, diese innere Entsiegelung, dieses Aufmachen für Vielfalt der vielen Meinungen, der vielen, das, was wir miteinander zu tun haben können, als Chance zu nehmen, als zum Leben uns einladen zu lassen und da Frieden im Kleinen zu üben. Mit dem allen Aufbrechen der Verhärtung, sodass wieder Pflanzen wachsen mögen und auch Sklavenhalter es nicht mehr nötig haben, sich Tachonadel und Dollarzeichen in die Augen zu stecken. Okay, vielen Dank. Okay. Ja, vielen Dank. Wir haben 17 Uhr heute begonnen. Ihr merkt schon, jetzt ist 20 Uhr. So wie ich es geöffnet habe, so schließe ich jetzt das offene Mikrofon. Am nächsten Montag. Es waren heute sehr interessante Redebeiträge da. Vielen Dank. Wir haben auch ein bisschen Programm gehabt. Vielen Dank. Vor allem aber mein Dank ist, dass ihr da wart. Ich sehe einige Gesichter, die waren wirklich von 17 Uhr und bis jetzt da. Und ich glaube, es war sehr interessant. Es war sehr aufschlussreich. Ich bin sogar der Meinung, auch ich habe heute im Bundestag die komische, ich weiß nicht, Debatte soll das gewesen sein, kurz immer so ein bisschen mitverfolgen können. Das hier war besser. Und ich möchte euch noch eins sagen. Wir organisieren auch gerade wieder die nächsten Montage. Ihr seht dort, stoppt den Waffenhandel. Das sind die Themen, die wir hier brauchen. Es gibt große Initiativen der klassischen Friedensbewegung, die aber genauso sich erneuert tagtäglich, die neue Kampagnen plant und vorbereitet. Zum Beispiel am 3. Oktober findet eine sehr große bundesweite Aktion im Westen der Bundesrepublik statt.
Dort geht es gegen dieses neu ausgebaute Hauptquartier der NATO. Man kann ganz viel für Frieden tun. Wir stellen uns manchmal so hin und sagen, okay, jetzt geht das Wetter nicht und jetzt ist das mir so weit dahin und sowas. Aber hier jeden Montag herzugehen, das ist mutig. Oder wie sie vor 2000 Jahren gesagt haben, sanftmütig. Das ist dasselbe, das ist mutig für den Frieden einzustehen, noch zu wissen, hier, ich spüre doch was, hier ist was, das stimmt nicht, ich möchte einen anderen Frieden und ich möchte was dafür tun. Und hierher zu gehen, ist tun. Hier zu sprechen und seine Meinung zu sagen, ist für den Frieden tun. Hier kann man erreichen. Natürlich wird es hier niemanden geben, der gleich sagen kann oder der was versprechen kann, morgen ändert sich das ja alles, das wäre ja Lüge. Aber wir können jeden Montag hier, weil wir das hier so organisieren, hierher kommen und etwas dafür tun, dass sich etwas verändert. Wir können an Kampagnen, die stattfinden, teilnehmen. Wir können auch, wenn manch einer das eben als mühselig sieht, hier eigene Kampagnen organisieren. Wir können überhaupt tätig werden, hier im Stadtparlament, im Landesparlament. Wir können kleine Anfragen, große Anfragen. Wir müssen es nur wollen. Wir müssen hier zusammenkommen, müssen sagen können, ich habe hier eine Idee, ich möchte mit euch hier drüber reden und jetzt fangen wir mal an, was zu machen. Wir können das machen. So, das war das Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich und kommt bitte wieder. Danke.